Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Sergeant Dubio und zu Let's Play Founders Fortune. So, ihr habt nicht so passt, die Siedler schlafen noch, wir haben schon mal angewiesen, dass hier alles reingeräumt werden soll. Der Händler ist jetzt gerade abgereist, sehen wir ihn noch irgendwo oder verschwindet er einfach? Okay, er ist weg. Ein bisschen Eisenerz. Hier haben wir das kleine Dorf. Oh, hier gibt es noch mehr. Oh. Also wir sind ja nicht allein. Das eine Dorf wussten wir ja schon. Ist also bloß ein kleineres. Jetzt müssen wir langsam gucken. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Fernkampfwaffen, Schmieden, Turmbau, starke Wachtürme. Holzwerkbank. Einfache Werkzeuge. Okay, Leben. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erforschen und zu machen und zu tun. Das war bei mir alles noch gar nicht. Oh Gott. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also Toni, der hat sich anscheinend jetzt erholt. Bis der vollkommen gesund ist, bleibt er auch jetzt auch dort. Die Granate erforscht schon weiter. Wir brauchen jetzt mal genug Holz. Okay, Agathe, ich würde sagen, du wirst jetzt wieder. Warte mal, wir machen es anders. Das war hier. Du wirst jetzt wieder zum Bauern. Was brauchst du denn? Achso, wegen dem Korb wahrscheinlich. Oder? Was wolltest du jetzt? Du hilfst mir beim Bauen. Sehr schön. Die wohnen, die schlafen alle drin. Mal gucken, hat es auch jetzt geholfen. Besitzt einen Schlafplatz, schläft in einem Raum. Okay. Gute Mahlzeiten essen. Ein Lagerplatz für Waffen in Besitz bekommen. Für Heilmedizin. Eine Kommode in seinem Haus bekommen. Das haben wir also noch nie bauen. Level 3 als Förster. Gut, dann würde ich sagen, jetzt baust du bitte mal hier ein Lager für einen Steinlagerplatz. Den machen wir hierhin. Was ist denn los? Warum kommst du denn hier nicht raus? Hier ist doch offen. Toni. So, Steinlager ist gemacht. Toni geht's wieder gut. Das heißt, du wirst jetzt hier Steine bauen. Wünsche müssen erfüllt werden. Ja, verstehe ich ja, aber haben wir da nicht. Regal für Essen vom Lagerfeuer. Brauchen wir jede Menge. Wo ist denn jetzt der Förster? Bitte einmal hier Baum fällen. Oh, hier sieht schon ganz gut aus. Wo ist denn? Bestimmt Baumwolle pflücken hier, oder? Entspannen. Ach, du hast dich hier verkrochen, denkst du, ich sehe dich nicht, ja? Jetzt fängt bestimmt an zu ernten, hoffentlich. Und? Gut, erntet schon. Sehr schön. Da müssen wir vor allen Dingen gucken, wie viel der jetzt runterbekommt von den Feldern. Gucken wir mal, da mit den Kartoffeln auch hinkommen. Wie viel kommen denn maximal eigentlich Einlage? Maximal 90. Wir brauchen auf jeden Fall das Lagerfeuer.
25 Holz, 25 Stein. Toni hat seinen Arm verletzt. Ach, Toni. Keine Nahrung mehr. Was machst denn du mit dem? Isst du das selber? Du hast doch jetzt gerade geerntet. Eine Tomate. Ach, die wird gleich eingepackt, okay. Oh Gott. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Kartoffeln. Mehr Kartoffelfelder, Landwirtschaft. Oh Mann. Weg. Weg. Landwirtschaft. Für Kartoffeln. Gerade wenn wir auch unserem Allergiker hier am Start haben. Aber wir müssen damit auch im Winter kommen. Was gibt es noch in Landwirtschaft denn? Okay. Wieder fleißig geerntet. Wie machen wir jetzt weiter? Hier ist jetzt schon, wie viele Steine haben wir denn jetzt? 8 Steine. Was ist denn jetzt wieder? Künstliche allergische Reaktion. Ja, ich weiß, aber ich kann es leider auch noch nicht ändern. Das ist das Problem. Bitte einmal hier. Und los jetzt hier. Und du bitte. Die Bäume fällen. Und jetzt zack, zack. Wir spulen einmal vor. Wir haben schon keine Nahrungsmittel mehr. Die Ernte wäre jetzt bereit. Wir brauchen nämlich so schnell wie möglich unseren Kochplatz und unser Lager. Ja, was hast du denn? Schmerz. Aua, das tut weh. Ja, dann leg dich in den Schlaf jetzt. Wir brauchen aber jetzt erstmal ändern mit den Bergarbeiter Steine bauen. So, und du bist wahrscheinlich auch wieder müde, ne? Ja. Dann geh bitte erstmal schlafen. So, dann gucken wir mal, wo können wir denn hier Medizin denn freischalten? Hier unten. Oh Gott, da brauchen wir ganz schön viel, da brauchen wir Schriftrollen auch dafür. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal auf die Waffen, damit wir dann uns auch gegebenenfalls verteidigen können, falls die hier auf die Idee kommen sollten, uns anzugreifen. Weiß natürlich nicht, wie die uns gestimmt sind gegenüber. Ob die uns angreifen, ob sie uns Ruhe lassen. Nahrung geht zu Ende, dann begibt es dann auch mal in die andere. Tja. Agathe, Tino und Renate. Toni, nicht Tino. Niedergeschlagenheit. Schmerz. Was wird es denn? Ja, dann. Muss in einem Raum platziert werden. Ist noch nicht schön, aber das wird ja alles noch geändert. Das kriegt man ja alles hin. Aber wir müssen jetzt erstmal hier vorankommen.
Sehr schön. Oh, was ist mit dir los? Unvorbereitet auf den Winter. Der macht sich Sorgen, dass wir nicht genug hatten. Okay. Dann würde ich sagen. Da ja noch ein bisschen Zeit bis Herbst ist. Mach doch hier noch ein Feld hin. So, jetzt gibt's Kartoffeln und Tomaten. Und dann gibt's bitte. Oh! Holzwerkbank. Holzschwert können wir nicht herstellen. Okay, wir brauchen unbedingt jetzt mehr Holz. Gut, dann würde ich sagen, dann können wir ja schon mal unsere Werkzeuge erstellen. Kann man die Tür auswählen? Wie sind das? Und die haben vor allen Dingen auch Waffen. Das ist was falsch. Das sind auch drei. Ja, allergische Reaktion, da kann ich halt jetzt nicht viel machen dran. Der müsste jetzt wieder schlafen, bis er gesund ist wahrscheinlich. Ja. Dann legt bitte, bis du vollständig gesund bist. Du kriegst dann auch bald deine Kartoffeln. Gut. Holz 38, Stein 29. Jetzt gucke ich mal, was wir bauen wollten. Einmal brauchen wir ja das Lager. Gekocht, war das hier mit drin? Lager. Holzlager, Steinlager, Kristalllager, Baumwollschrank. Münztresor. Eisenerzkiste, Lager für rohes Essen. Dann bei den Korb. Schriftrollen, Werkzeughalter, Waffenhalter. Holzfass. Ach hier. Wie viel kann ich denn momentan? 0. 30 Holz. Ne, dann muss auch in einem Raum platziert werden. Machen wir das da hier hin. So, und jetzt brauchen wir noch ein Lagerfeuer. Landwirtschaft. 25 Holz brauchen wir dann. Gut, das kriegen wir schnell hin. Das sollte man fix hinbekommen. Kann man dem Toni. Schmerz, schlechter Traum, unvorbereitet auf dem Winter. Ach Mann. Wenn ich das jetzt so mache, ich würde sagen, wir machen einfach mal. Zack. So, du warst unser Förster. Sehr schön. Das muss jetzt noch gebaut werden vom Toni. So, wir haben jetzt rohes Essen 5. Die Kartoffeln sind auch schon dabei. Wir müssten mit der Forschung, das können wir im Winter machen vielleicht. Wie viel brauchten wir jetzt Landwirtschaft? 25. Machen wir uns hier hin. Und dann gucken wir mal, was Schönes davon kredenzen können.
Ja, das ist jetzt. Brauchen auf jeden Fall viel mehr Holz. Für einen weiteren Raum. Ein Siedler wäre jetzt ganz gut. Der müsste sich dann gleich mit um die Forschung erstmal kümmern. Ja, dafür bräuchte man wieder Kristalle. Tja, das ist gar nicht so einfach hier, wie es aussieht, ne? Betten, Sessel und Kleidung. Kleidung bräuchte man da auch für den Winter bestimmt. Steht irgendwas da? Ah, die Erwartungen der Kolonisten sind nicht erfüllt. Keine Migranten werden dieser Kolonie beitreten. Okay. Erwartungen. Lebenszufriedenheit Stufe 1. Okay. Wir müssen den Toni noch hochkriegen hier mit der Zufriedenheit. Das heißt, wir brauchen ob einen Stuhl oder eine Kommode. Gut. Können wir jetzt hier irgendwas schon herstellen? Bratkartoffeln, zwei Kartoffeln, gebratene Tomate, zwei Tomaten, ein Holz. Machen wir das mal so hier, würde ich sagen. Und Bratkartoffeln. So, zwei Tomaten. Niedergeschlagenheit, keine. Ja. Kann der. Verträgt er jetzt bloß nicht die rohen Tomaten, oder? Dann könnte man ja mit den gebratenen Tomaten vielleicht was erreichen. Oh Gott, wir benötigen ein paar Ressourcen. Wollt ihr uns als guter Nachbar vielleicht helfen? Ein Heiltrank und ein Kristall. Machen wir mal. Einfach bis wir dann auch Werkzeuge haben, sonst. Wir haben noch keine Ressourcen, um in Kampf zu gehen. Wir gucken jetzt. Können wir vielleicht schon irgendwas. Achso, die Holzwerkbank, die haben wir ja jetzt schon. Was können wir da jetzt herstellen? Wir machen jetzt die Holzaxt. Hier wird jetzt schon fleißig gemacht. Wie viele Tomaten haben wir? Neun. Machen wir mal so. Braue Kristalle für Forschung. Ja, das ist richtig. Was kann der eigentlich alles machen? Baumwolle sammeln, Essen kochen, Felder bewirtschaften, Äpfel ernten. Burnout, dein Kolonist hat so lange unter entsetzlichen Bedingungen gearbeitet. Jetzt reicht es ihm und er hat entschieden, mit der Arbeit aufzuhören und sich erstmal zu entspannen. Ach, Toni. 12 Minuten. Ja, das Ding ist halt,
Ja, wer macht das eigentlich? Kann das die Renate machen für uns? Kannst du hier Werkzeuge herstellen? Ja, den kann ich jetzt gerade gar nicht steuern, das ist mein Problem gerade. Und hier wird gleich verhungert, dann bitte erstmal eine Mahlzeit essen. Nach deiner Ernte. Ach, Toni, Mensch, jetzt sei doch nicht so. Halt ihn jetzt nie von der Arbeit ab. Du kochst, das ist sehr schön. Gebratene Tomaten. Nicht beeindruckt. Gut. Wie haben wir denn jetzt hier? Das sind Kartoffeln. Kartoffeln haben wir 17. 16. Und Tomaten haben wir 13. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Da haben wir zumindest das schon mal ein bisschen gesichert. Was heißt gesichert? Wir kommen halt voran. Wie kann ich denn dir jetzt... Jetzt braucht er garantiert noch ein Lager. Steht das jetzt hier oben irgendwo mit? Lager. Werkzeughalter. Ja. Dann ist doch was anderes. Es sind auch Kartoffeln da. Baue eine Möbelschutzausrüstung lagern kann. Okay. Ja, dann. Nicht genug Holz. Dann bitte. So, hier mal noch ein bisschen gekochtes Essen. Das ist soweit noch. Hier wird wieder fleißig angepflanzt. Okay, ging also doch. Oh Mann, Toni. Was kann ich denn mit dem jetzt machen? Ich brauche jetzt 2 Punkte. Allergisch auf Tomaten. Ja, ist weg. Gut. Du begrüßt ihn jetzt bitte hier. Es ist egal, was er kann, den kriegen wir schon unter. Ach, Mann, das ist da alles ein bisschen ver... Was ist mit ihm los? Hast den Herbst schwache Gesundheit. Oh, schön. Er hat keinen Schlafplatz. Können wir den jetzt hier auch irgendwie, wenn wir den jetzt nehmen hier, Heiltrank verabreichen? Einfach rübergeschwungen, also mal Roma, ne? Ändern. Du wirst bitte jetzt hier zum... Was machen wir denn mit dir? Was brauchen wir denn jetzt ganz dringend? Ein Raum eigentlich. Förster. Kann ja gar nichts. Baumwellen. Tragen da bitte zum Bett einfach. Also es muss sagen, ganz schön komplex geworden. So kenne ich das noch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Kartoffeln
Kartoffeln ernten. Macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Dann müssen wir jetzt gucken, wir brauchen Boden. Wir brauchen Wände. Und wir spulen das Ganze mal weiter vor. Ja, Roman, wo ist denn Roman? Aufbauen. Damit du gleich dein Haus bekommst. Mir soll dieses Bett aufbauen. In Besitz nehmen. Aufbauen. Los, komm. Brauche jede helfende Hand. Oh, Toni. Mensch, du bei der Arbeit. Wo gibt's denn sowas? Gut, wie geht's dir? Du musst immer was essen jetzt. Dann ess bitte erstmal was. Ein paar Kartoffeln, sehr gut. Dann bevor du jetzt hier aufhörst, Kartoffeln, wie viele Kartoffeln haben wir drin? 27 Kartoffeln. Brauchen wir gleich ein neues Lager für gekochtes Essen. Das kriegen wir aber alles hin. Tomaten haben wir 4. Machen wir auch gleich hier Tomaten. Machen wir so. Was ist eigentlich mit den Äpfeln? Wenn ich den jetzt hier sage, hier. Aber das sieht ja nicht nach Obstbäumen aus. Gibt es hier Obstbäume? Irgendwo? Haha. Okay. Die haben wir natürlich nicht hier bei uns. Und die aber irgendwo jetzt hier auch mit. Gut, ja, du bekommst eine Tür. Türen. Erstmal schlicht und einfach ohne Fenster, einfache Böden aufbauen. Und dann bauen wir gleich noch hier ein Lager und zwar ein Werkzeug. 20 Holz. Ah! Roman, bitte einmal Baum fällen. Und Renate, du baust hier eigentlich. Du kannst mal hier Kristalle bitte abbauen. Damit wir dann auch mal wieder weiter forschen können. Was ist denn nun wieder? Warum kriegen die gerade alles schlechte Laune hier? Ja, wir. Ah, ja. 30 Holz, um Gottes Willen. Wieso denn schlecht vorbereitet? Ich meine, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Wir brauchen halt jetzt bloß mal ein Lager. Das ist unser Problem. Wir haben ja noch für Kartoffeln den ganzen Monat Zeit. Also nochmal eine Saison Zeit. Ja gut, aber wie das hier weitergeht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge.
Bleibt dran, wenn es euch gefällt. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da. Könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Euer Satchel Dubio. Tschüss und ciao.